Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und die gute Mutti ist noch gar nicht wach, aber die Kids werden hier langsam alle wach und deswegen beginne ich hier den Part schon. An dich war die Nacht ganz okay. Ja, hier ein Kuchen. Irgendwer hatte keinen Hunger, beziehungsweise wenig, deswegen, was brauchst du denn so an Fähigkeiten? Bewegung, ja genau, dann lauf mal ein bisschen herum. Viel Spaß dabei. Yes. Kisch. So, sie wacht jetzt auch eigentlich mal auf. Das ist das, worauf ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Aber wir brauchen dich, Girl. Oh, wir kriegen sogar Post. Das ist gar nicht schlecht, weil vielleicht können wir da Sachen verkaufen. Das wäre ganz nett. Warum hat sie Essen da drin? Oh mein Gott. Wow. Why? Sie kommt noch ins zweite Trimester, aber das heißt, wir kriegen wahrscheinlich diese Folge ein Kind. Das ist ganz gut. Kinder sind wichtig in dieser Challenge. Zack. Okay. Oh Gott, sind hier viele Schlammpfützen. Help me. Oh, Spielzeuge. Ich kaufe denen wahrscheinlich irgendwann später eine Box, weil wir brauchen das Geld gerade eigentlich mehr als die. Wow. 220? Krass. So, wir sollten das Kind da mal baden. 152, krass. Die stinken alle ein bisschen, ne? Die sind alle gerade beschäftigt. Dann geh du selber baden. Hier, du kannst mit denen hier spielen. Stapel die erstmal, weil dir fehlt nicht mehr viel. Da können wir dich altern, Girl. Das wäre ganz nice. So, dir fehlt nicht mehr viel. Okay, du hast schon Level 3 erreicht anscheinend, Fragezeichen. Ich warte, bis es hier angezeigt wird, weil wenn das da nicht angezeigt wird, dann wäre es ein bisschen scheiße. Ich meine, das kam jetzt hier die Meldung, aber... Warum gehst du raus? Excuse me. Oh Gott, ist das widerlich. Aber ich denke, wir haben, denke ich, genug Geld für eine neue Wanne. Deswegen werden wir dann gleich halt die mit der Dusche kaufen. Das ist für uns alle, denke ich, einfacher. Aber sie muss das unbedingt mal sauber machen, weil ich kann ja nichts hinstellen. So, ein Gericht nehmen, bitte. Also ich denke, wir verkaufen jetzt erstmal die Wanne und kaufen dafür die neue. Wir sollten uns auf jeden Fall eine leisten können. Wenn nicht, wäre es ein bisschen schlecht. Doch, wir können sogar die hier nehmen. Also ich glaube, das ist mir lieber, wenn wir die hier nehmen. Oh, wir machen das so. Oh. BB.move. Move. Objects on. So, weil ich meine, die andere Wanne stand da auch, deswegen muss das ja eigentlich gehen. So, ich mache jetzt halt sein Level hoch, weil wenn er sein Level hoch hat, dann können wir ihn einfach altern lassen. Dann kann sie schon mal einen Kuchen backen. So, er müsste das Level jetzt sehr bald mal erreichen. Und sie erreicht ja dann auch bald ihr Level. Dann können wir sie auch altern. Also okay, bald. Also es dauert noch eine Weile, aber sie arbeitet ja dran. Er erreicht halt eher das Level, deswegen ja, ist er halt auch der Erste. Weil ich möchte dann beide wieder gleichzeitig in den Cast bringen. Ist halt einfacher für mich. Unsere Haupteinnahmequelle ist einfach Müll. Super. So, wann erreichst du denn dein Level jetzt endlich mal? Beeil dich. Hör auf zu reden, konzentrier dich. Du kannst dir kein Stück nehmen. Da sind Kerzen drauf, ja? Warte, wir baden dich mal. Mehr Kinderbetreuung baden. What are you doing? Wie Internet surfen, yo. Aber sonst geht's dir gut, ne? So, sie hat bessere Noten bekommen, das ist gut. Sie muss noch ein paar Fähigkeiten in Level 4 erreichen? Level 4, Alter, wollt ihr mich verarschen? Okay, dann ess erstmal was, bitte. Nee. Ich möchte gerade ehrlich gesagt kein Date, weil ich mich gerade um meine Kinder hier kümmern. Excuse me. Okay, dann kann sie einfach mal ein Rechenspiel. Das bringt er ja auch weiter. Bringt sie ja auch weiter. Das ist gut. Ich bin gespannt. Dann haben wir ein junges Mädchen als Kind schon. Yay! Yay! Und wie ist? Oh, ich muss kurz den Randomizer nochmal raussuchen. Wie immer. So, und... Generate. Verdammt, war denn Schönes.
Okay, zimperlich und ich werde es schon finden. Motorik ist es. Und zimperlich. Da. Okay. Los geht's. Ja, ganz süß. Du musst das Kessel hinzufügen, bitte. Er geht jetzt erstmal duschen. Wir müssen das mal ein bisschen umstellen, glaube ich. Boah, sie muss unbedingt die Scheiße hier sauber machen, ne? Ich komme gar nicht mehr klar. Dann können wir das Zimmer nämlich gerne umstellen. Und sie hat Hunger. Upsi. Ach, passiert. Dann kann er auch noch gleich Hausaufgaben machen. Das ist ganz nice. Ach, sie braucht mal wieder jemanden zum Bum-Bum machen, Alter. Ihr Spaß ist aber komplett unten. Ich würde sagen, sie spielt einfach erstmal ein Spiel. Kaum. Ist ja besser, als dass sie gar nichts tut. Ich stelle mal das Zimmer um, weil wir brauchen jetzt ja bald zwei neue Betten. Deswegen, das hier muss auf jeden Fall woanders hin. Wir nehmen das erstmal so, wie es ist, weil sonst passt das nicht. Passt da nicht hin, leider. Okay. Ah, es überfordert mich alles komplett. Mal wieder. Wann tut es das eigentlich nicht? Ah, es wird langsam voll, ne? Wir brauchen irgendwann auch mal ein anderes Haus wahrscheinlich. Weil das ist jetzt zwar für den Anfang ganz okay, aber wenn wir Geld haben, brauchen wir ein größeres Haus. Es ist doch ein bisschen sehr viel kleiner, als ich irgendwie erwartet hatte. Upsi. So, sie kann jetzt auch nochmal formen, dann können wir sie vielleicht auch älter machen. Wir können uns zwar kein Dings, kein neues Bettchen leisten, aber vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin. Müssen wir halt was verkaufen oder so, keine Ahnung. Aber wir schaffen das schon. Es geht alles in Ordnung, ja? Wir spielen schon 5 Stunden. Wow. Wow. Wir brauchen wieder Essen oben. Ach Mensch. Das geht alles so schnell. Oder es muss eine Fähigkeit nur auf Level 4 sein. Das verstehe ich nämlich, glaube ich, gerade so. Ja. Weil wenn ich jetzt. Ich habe gerade Level 3 erreicht und jetzt steht da auch 3 von 4, deswegen. Ich denke, dass es dann so läuft. So, sie hat das Level auch gleich. Dann können wir sie auch altern lassen. Wir können auf jeden Fall das Licht hier verkaufen. Vielleicht können wir uns dann ja schon ein neues Bett leisten. Ich weiß es nicht. 48? Nein, es reicht nicht. Aber wir werden das schon hinkriegen, ja. Level 3. Mutti, geh hoch. Erstmal direkt auswählen, dass sie wieder Geburtstagskerzen hinzufügen soll. Lul. Und was kriegen wir jetzt? Nochmal Motorik und Katzenfreund. Ui. Yay. Wie viel fehlt mir denn für so ein Bett? Oh doch, es reicht. Es sieht jetzt nicht schön aus. Aber es geht gerade leider nicht anders. Obwohl, dann können wir die vielleicht auch mal reinholen wieder. Dann sitzt man da halt so. Dann machen wir sie ruhig zuerst, kein Problem. Also ich finde ihre Haare richtig süß. Aber sie sieht ein bisschen weird aus irgendwie. Sie hat ein komisches Gesicht irgendwie. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass das jetzt irgendwie einem Skin oder so liegt, den sie drauf hat, aber. Also das kann sie ruhig so lassen. Ich würde ihr nur gerne andere Schuhe geben. Ich möchte gerne einfach weiß haben. Danke. Das kann sie meinetwegen so lassen, weil Abendkleidung brauchen wir eh nicht, ne? Sport würde ich jetzt so nicht machen. So schon eher. Die Schleife hier brauchst du nicht. Aber den würde ich auch gern tragen zum Schlafen. Der ist echt süß. Das ist richtig cooles Outfit. Ich lieb's, ey. So gehst du nicht schwimmen, Girl. So schwimmt man nicht. Oh, ist das süß. Die Schuhe kann sie auch eigentlich tragen, ja. Dann trägt sie einfach das. Perfekt. So, dann jetzt noch er. Oh, er hat Sommersprossen. So kann er im Alltag rumlaufen. Das ist mir immer noch egal. Sport kannst du so machen. Ich würde dir nur gerne eine andere Farbe empfehlen. So schläft man nicht, definitiv nicht. Warum haben die eigentlich nur so hässliche Hosen für Typen? Also für kleine Jungs. Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Also ich finde die alle hässlich. Wenn ihr die nicht hässlich findet, dann okay, aber. Ich bin kein Fan. Jo, kann so bleiben. Kann so bleiben. Oh, ist das süß. Nehmen wir so. Perfekt. Los geht's.
Als ob sie vom Kuchen ist. Ich habe doch gedrückt, dass da wieder Kerzen drauf kommen. Ja, dann müssen wir halt nächstes Mal wieder einen neuen Kuchen machen. Passiert. Vor allem, wie schnell wir schon wieder arm sind. Wir haben jetzt schon wieder nur noch 115. Bruder, nur weil sie ein Bett brauche. Wie sie immer als erstes wach ist. Was ist denn mit ihr, Alter? Erstmal was essen. Dann kann sie meinetwegen wieder dieses Rechenspiel spielen, weil dann ist sie nämlich hier auch wieder höher mit ihrem Level. Und dann können wir sie vielleicht bald schon. Vielleicht dauert es nicht mehr so lange, dann ist sie schon Teenager. Das wäre natürlich krass. Warum stehst du auf der Seite aus? Oh Gott, wir müssen ihn teleportieren. Testing Cheats True. Für mich ist das jetzt kein Cheaten, weil ich meine, er kam da jetzt nicht mehr raus. So. Das wäre jetzt suboptimal. Und ich möchte das jetzt auch nicht umstellen, ehrlich gesagt, nur weil er jetzt da drin stecken bleiben kann. Weil ich meine, da ist ja genau derselbe Abstand und da konnte sie ja auch aufstehen, deswegen. Why is he staying up here? Sie kann vielleicht auch noch vorher ihre Hausaufgaben machen. Aber ich bezweifle es ehrlich gesagt, weil es ist schon 7. Ach so, heute ist Samstag. Lol. Ja, wenn das so ist, dann schafft sie es definitiv. Toll, jetzt muss sie das erstmal reparieren, bevor sie auf Klo kann. Oh, toll. Was ein Leben. Der PC ist auch kaputt. Super. Toll, jetzt hat sie sich eingemacht. Super. Kannst du es jetzt bitte weiter reparieren? Ach, Girl. Sieht das gut verkaufen? 30 immerhin. Ja. Mal sehen, was sie dann halt für den PC quasi bekommt, was sie da rausnimmt, was sie verkaufen kann. Will er um Rat bitten? Wow, das bringt uns gar nichts. Wir werden uns das nicht durchlesen, definitiv nicht, weil es uns einfach nichts bringt. Ja, mach einfach irgendwas, ist mir egal. Ich möchte heute eigentlich noch dieses Kind gebären, Alter. Drittes Trimester in 4 Stunden. Wir schaffen das schon noch. Weil da Kerzen drauf sind, kann sie das jetzt nicht nehmen. Wow. Hör auf zu heulen und nimm dir jetzt dein Essen, Alter. Was ist denn dein Problem? Oh, ich hasse Kinder. Tue ich nicht. Aber manchmal sind sie ein bisschen sehr stressig in Sims. Okay, sie hat ihr Buch schon wieder fertig geschrieben. Sie soll ihr Kind kriegen, verdammt. Jetzt noch, in diesem Part. Es wäre schön. Können wir das vernünftig abschließen, ja. Heute ist sogar ein Fest, super. Hallo, kannst du bitte deine Wehen kriegen, Bruder? Was ist los bei dir? Ist es soweit? Nein, sie muss nur pullern. Mal wieder. Girl, what are you doing with your life? Ja, die beiden sind hungrig. Oh mein Gott. Bevor die mir weggenommen werden. Beide stinken wie Sau, Alter. Ach, ich stehe viel zu lange auf, aber. Ah, mein Gott! Als ob es genau jetzt kommt. Okay, Bruder. Ab ins Krankenhaus mit dir. Nein, wir gehen ohne jemanden. Los geht's. Wir sehen zum ersten Mal ihre Sommerkleidung. Yay, live in action. Okay. Wieso ist das immer so ein krasses Problem, mit diesem Typen zu reden und sich anzumelden, Alter? Ah! Okay, es geht los. So. Mal gucken. Vielleicht werden es ja wieder Zwillinge. Also, es wäre einerseits natürlich blöd für mich, weil ich dann wieder so abgefuckt bin. Aber es wäre halt auch gut, weil wir dann halt wieder zwei weitere Kinder haben. Okay. Ein weiteres Mädchen. Wir sind jetzt da bei D, ne? Ich nenne sie Dina. Und es ist noch ein Mädchen geworden. Und Eva. So. Super. Wir haben 8 Leute in dem Haushalt. Help. Nee. Aber wir haben jetzt schon 7 Kinder. Woo! Gut, ich beende den Part an dieser Stelle, weil es geht schon sowieso viel zu lange und keine Ahnung, ich werde wieder alles so wie immer machen, dass wir dann halt wieder morgens starten, wenn alle halt irgendwie, wenn irgendwer wach wird und so. Ja, dass halt alle irgendwie halbwegs okay drauf sind. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!